deck the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Wie immer heiße ich euch ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es verschiedene Arten von Makronen. Ich habe hier Kokosmakronen, Zimtmakronen und Haselnussmakronen für euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ansehen. Für die Kokosmakronen benötigen wir 150 Gramm Kokosraspeln, 2 Eiweiße, eine Prise Salz, 125 Gramm Zucker und den Abrieb einer Zitrone. Erst einmal werden die Kokosraspeln ohne Fett in der Pfanne geröstet. In der Zwischenzeit richten wir uns ein Wasserbad in einem separaten Topf an, geben eine Metallschüssel darauf, worin wir dann anschließend unsere Eiweiße mit dem Salz aufschlagen. Die Zitronenschale geben wir ebenfalls mit in unsere Eimasse hinzu. Jetzt kommt auch der Zucker und der Zitronensaft mit in die Schüssel hinein und all das wird zusammen aufgeschlagen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Um das Aroma zu verstärken, gebe ich noch Kokoslikör mit hinzu. Und zu guter Letzt kommen unsere gerösteten Kokosraspeln mit in unsere Masse und werden noch einmal verknetet. Wer möchte, kann auch für den Untergrund der Kokosmakronen Backbobladen verwenden. Auf jeden Fall solltet ihr euch 2 Löffel zu Hilfe nehmen, ob mit Obladen oder ohne. Die Kokosmasse auf den Obladen oder auf dem Backpapier gleichmäßig verteilen und anschließend in den Ofen schieben. Nachdem ihr die komplette Masse aufgebraucht habt, kommen die Makronen für 25 Minuten in den Backofen. Kommen wir auch schon zu den Haselnussmakronen. Die Rezeptur für die Haselnussmakronen bleibt die gleiche wie bei den Kokosmakronen, allerdings werden hierfür 200 Gramm gemahlene Haselnüsse benötigt. Auch die Zubereitungsschritte bleiben die gleichen. Wir rösten unsere gemahlenen Haselnüsse genauso wie unsere Kokosraspeln. Wir schlagen unsere 2 Eiweiße mit dem Salz wieder auf, geben nach und nach den Zucker mit hinzu und geben etwas Zitronensaft, ungefähr 1 Teelöffel, auch mit in diese Masse hinein, diesmal aber keine Zitronenschale. Auch hier werden im Anschluss die gemahlenen und gerösteten Haselnüsse mit unter die Masse gehoben und anschließend portioniert. Diesmal portioniere ich die Haselnussmakronen ohne Obladen und etwas großzügiger, da ich nicht möchte, dass ich so viele rausbekomme. Auch die Haselnussmakronen kommen bei einer Ober- und Unterhitze von 160 Grad 25 Minuten in den Ofen. Bei den Zimtmakronen sieht die Rezeptur doch etwas anders aus. Wir benötigen 150 Gramm gemahlene Haselnüsse, 75 Gramm Puderzucker, 2 Eiweiße, eine halbe abgeriebene Zitrone, also die Schale einer Zitrone, eine Vanilleschote, 2 Teelöffel Zimt und etwas Salz. Die Zubereitungsschritte sind wieder dieselben. Wir rösten unsere gemahlenen Haselnüsse in unserer Pfanne ohne Fett und geben unser Zimtpulver mit hinzu und rühren es gleichmäßig unter. Auch die 2 Eiweiße schlagen wir wie gewohnt mit Salz über unserem Wasserbad auf,
Geben nach und nach den Zucker mit hinzu, sowie die weiteren Zutaten, wie auch bei den Kokosmakronen. Nach dem Vermengen der Eiweißmasse mit der Haselnussmasse portionieren wir nun diese auf unseren Backoplatten, bevor sie dann bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für 25 Minuten in den Ofen kommen. So sehen meine fertigen Makronen aus, links die Zimtmakronen, in der Mitte, wie man unschwer erkennen kann, die Kokosmakronen und rechts dann die Haselnussmakronen. Mir haben am besten die Zimtmakronen gefallen. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zusehen und wünsche sehr viel Spaß beim Nachmachen. Ich würde mich über ein Abo oder einen Daumen nach oben sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.